Herzlich willkommen zu einer neuen Folge PS-Speicher TV. Normalerweise bin ich für euch in einem Oldtimer unterwegs. Heute fahre ich ein Auto aus den Anfängen der 2000er Jahre. Youngtimer oder Gebrauchtwagen, je nach Standpunkt. Fakt ist aber, ich bin sehr komfortabel unterwegs und mit ausreichend Leistung. Ich fahre heute einen Mercedes-Benz CL600 V12 Biturbo. 1999 bringt Mercedes-Benz den Nachfolger des mittlerweile in die Jahre gekommenen S-Klasse Coupés auf den Markt, den CL215. Der Wagen basiert im Wesentlichen auf der S-Klasse aus der Zeit, dem W220, hat aber einen verkürzten Radstand. Der Wagen ist schön gezeichnet, von den Proportionen her vielleicht noch ein bisschen gefälliger als der Vorgänger und es gibt ihn mit 8-Zylinder- und 12-Zylinder-Motoren. Der CL wird bis 2006 gebaut. Unser Auto ist aus dem Baujahr 2003, also ein Facelift-Modell. Und es ist ein 600er Mercedes, also ein 12-Zylinder. Der hier sogar in der Biturbo-Variante mit 500 PS. Das reicht für 250 km/h Spitze in der abgeregelten Version. Neu kostete der Wagen 130.000 Euro. Ohne Extras. Wenn man seine Kreuze bei der Bestellung noch ein paar Mal gesetzt hat, kamen locker 150.000, 160.000, 170.000 Euro zustande. Wer so viel Geld für ein S-Klasse-Coupé mit 12-Zylinder-Motor ausgibt, der möchte auch ein komfortables Fahrwerk haben. Dafür hat Mercedes-Benz das ABC-Fahrwerk entwickelt. ABC steht für Active Body Control. Das ist ein aktives Fahrwerk mit Sensoren mit Hydraulikzylindern. Und dieses Fahrwerk gleicht die Neig-, Roll- und Kippbewegung des Fahrzeugs aus. Das ist sehr komfortabel, das ist sehr angenehm beim Fahren. Allerdings ist das auch einer der größten Schwachpunkte dieses Autos. Denn wenn dieses Fahrwerk kaputt geht, dann wird es extrem teuer. Youngtimer oder doch einfach nur Gebrauchtwagen? Was meint ihr zum CL600? Schreibt es in die Kommentare. Für mich sind zwei Sachen sicher. Der CL600 Biturbo ist ein Klassiker mit Zukunft. Und wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder.